Der Hernalser Friedhof im 18. Bezirk von Wien. Hier ruht seit 25 Jahren einer der größten Söhne Österreichs. Der großartige Fußballer Ernst Happel und der noch viel erfolgreichere Fußballtrainer liegt hier gemeinsam mit seinem Vater Karl und Mutter Anna im Grab 238. Ein echter Wallfahrtsort für alle Fußballfans in ganz Europa. Jetzt ist es gerade sehr ruhig, aber der österreichische Fußballverband hat hier gerade einen Kranz zu Ehren Ernst Happels niedergelegt. Wir sitzen hier im traditionellen Café Ritter in Wien, das Stammcafé von Ernst Happel, dem großen Ernst Happel, der hat hier immer Karten gespielt. Spüren Sie, Christina Happel, die Enkelin des großen Trainers und Ernst Happel Junior, unverkennbar der Sohn, spüren Sie den Geist des großen Ernstels hier? Den spüre ich immer. Ich kann mich gut erinnern, ich war mit ihm da und deshalb ist es für mich immer wunderschön herzukommen. Er hat uns als Kinder ab und zu hierher gebracht auf eine heiße Schokolade und deshalb ist es für mich schon ein spezieller Ort, ja. Warum ist er denn immer hingekommen? Sicherlich nicht für die heiße Schokolade. Na, zum Kartenspielen natürlich, ne? Er hat hier Karten gespielt mit seinen Freunden. Und das täglich fast, oder? Täglich nicht, aber oft. Wir sitzen auch hier, weil der Todestag von Ernst Happel jährt sich zum 25. Mal. Ist das eher ein trauriger Anlass oder ein freudiger? Prinzipiell ein trauriger Anlass, aber wir freuen uns natürlich sehr, dass er noch immer nicht in Vergessenheit geraten ist, dass so viele Menschen jetzt wieder an ihm denken und seine Erinnerung aufleben lassen. Unzählige Medien machen Berichte, die Menschen denken nochmal mehr an ihn, er ist nochmal ein großes Thema. Und das ehrt natürlich, obwohl er so lange tot ist, dass er nicht vergessen wurde. Überrascht Sie das, dass es so ist? Nicht wirklich. Ich hoffe, dass Sie noch länger an ihn denken werden. Was hat ihn denn so besonders gemacht, dass die Leute immer noch vom Ernst Happel sprechen? Ja, das war der Mensch Happel. Der war ein ganz eigener Mensch, das seine Erfolge, die Art, der Stil, wie er gearbeitet hat. Und das alles, ein Gesamtbild Happel, ist eben unkopierbar, sagen wir mal so. Ne? Jetzt ist es so, Sie haben ihn kaum erlebt. Sie waren, glaube ich, knapp 10, als er gestorben ist. Aber welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Ich erinnere mich natürlich mehr an den Großvater als an den Trainer, aber eben an einen sehr liebevollen Großvater, der, wann immer er konnte, Zeit mit uns verbracht hat, dann immer Geschenke mitgebracht hat. Am 24. Dezember, da haben mein Bruder und ich immer den ganzen Tag allein mit ihm verbracht und waren mit ihm am Christkindlmarkt und haben mit ihm gespielt. Und das sind schon sehr schöne Erinnerungen an einen sehr liebevollen Großvater. Also den Grantler habe ich nicht gekannt. Wenn man sie so ansieht, könnte man glauben, der Ernstl ist wieder zurückgekommen, die Reinkarnation. Haben Sie schon Leute damit irgendwie erschreckt? Jeden Tag. Wie sieht das manchmal aus? Nennen Sie uns bitte ein Beispiel. Na, man geht durch die Altstadt von Brügge, kommt eine Dame entgegen und die schaut mich an und sagt, hey, was machen Sie hier? Sie sind ja tot. Und ist sie in Ohnmacht gefallen? Nein, ich habe sie aufgeklärt. Sie war noch nicht aufgeklärt. Ernst Happel war seiner Zeit voraus, hat Pressing gespielt und hat einen Fußball zelebriert, der Millionen begeistert hat. Wäre heutzutage ein Top-Trainer? Ich denke auf jeden Fall, weil die Zeit hat sich zwar verändert und der Fußball hat sich verändert, aber zum einen lebt der Fußball, den er in den 70er Jahren so groß gemacht hat und der ihn groß gemacht hat, immer noch bei vielen Vereinen, ist heute nach wie vor populär. Und zum anderen war er seiner Zeit ja immer voraus und ich glaube, er wäre auch jetzt seiner Zeit voraus. Das ist absolut richtig. Er würde jetzt schon wieder was Neues erfinden, was dann die Bayern und die Leipziger in 3 Monaten spielen würden. Und wo wäre er dann Trainer? Tja, das ist die große Frage. Leider nicht beim HSV. Warum nicht? Ja, wäre nicht schlecht für den HSV, ne? Das in jedem Fall. Erfolgreich war er ja. 2 Meisterschaften, Europacup-Sieg, Pokal. Ja, im Moment schaut es eher traurig aus, ne? Leider. Aber in Hamburg bleibt er unvergessen und in Österreich natürlich auch. Vielen herzlichen Dank.